Was zum Teufel nochmal ist das? Rakete im Anflug, festhalten! Ist alles noch dran? Los, hoch! Los jetzt, wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind. Gibt es Verluste? Paulsen und beide Piloten sind tot, Sir. Scheiße. Ja, okay, dann... Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg. Alles klar, und damit einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty 4 Modern Warfare in der Remastered-Fassung. Ich hocke hier am Freitagmorgen, 15 Minuten nach 0 Uhr, um euch noch eine Folge aufzunehmen. Der Dienst war ein bisschen länger als gedacht. Aber, ja, so ist es dann halt nun mal, ne? Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, wir haben hier nur eine Pistole. Und die ist auch nicht mal schallgedämpft. Na gut, das läuft. Alles klar, gehen wir. Na, wenn alles klar ist, dann gehen wir. Ja, da wird schon wieder gelacht. Ja, da. Kann ich ja gar nicht ab. Wer lachen will, muss in den Keller. Achtung, wir haben Gesellschaft. Alles klar, wenn wir Gesellschaft haben. Naja, the more the merrier. Что здесь происходит? Что тебе надо? Не надо прикидываться дурачком. Мы знаем, что вы их где-то прячете. Кто прячется? О чем ты говоришь? Там у вас британские солдаты. Окей, erledigen wir diese Bastarde, bevor sie den alten Mann töten. Na, komm. Dieser Drecksack da hinten. Glaubst wohl, du kannst dich eh wieder verstecken, hä? So, dann nehmen wir erstmal eine AK mit. Oh, hoffentlich haben wir Opa gerettet. Oh, oh. Da habe ich doch gerade eine... Ja, ich wusste es doch, da habe ich eine Granate gehört. Opa, lebst du noch? Haben dich doch gerettet, oder? Hat sich doch alles gelohnt hier. Na, keine Ahnung, wo der hin ist. Und kaputt brennen Türen wieder. Oh, ey, sage mal. Wir ballern hier mit Granaten rum. Der Einzige, der hier mit Granaten ballern sollte, das bin ich. Weil dann wissen wir, dann wird's witzig. MP5. Ja, die nehmen wir. Die nehmen wir als Zweitwaffe. So. Dann huschen wir mal ein bisschen hinterher. Scheinwerfer, runter! Wie geht denn hier runter? Ich will hier runter. Ich komme. Ach, so war das. Ja, ich unten bleibe. Guck mal die Funzel aus. Sieht man uns sonst? Stay. Kein Anstand, diese Heliflieger. Der Heli entfernt sich. Los jetzt. Alles Lächeln. Papa Bärchen. Ach, süßen Traktor. Kontakt auf 6 Uhr. Ach. Stimmt doch gar nicht. Ist kurz nach 0 Uhr. Was denn, wo denn? Wie denn? Bleibt ihr hier einfach rum? Yes, wir halten sie auf. Mach sofort diese Kellertür auf. Darf ich hier überhaupt was? Ui. Oh, du Schweinehund. Bleibt der da einfach aus dem Heli raus. Er traut sich ja was. Hey, ich will rein. So, lass mich. Ja, geh weg hier. Da. Durch die Tür kommt niemand. Es ist eine von diesen osteuropäischen Spezialholztüren. So, die Seife geht mal vor, ne? Dö, 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 dö.
Ui, 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 ui. Ey, sag mal. Habt ihr doch nicht mal alle. Kann voll ins Auge gehen. Schießen die hier einfach. Mit scharfer Munition auch noch. Oh, das war ich aber nicht. Mm-mm. Die sind tot. Huch. Habe ich ein Fenster kaputt gemacht? Naja, passiert. Ja, jetzt? Blendgranate! Oh! Oh! Oh, Mann, doch. Die war echt blendend. Hör mal. Haben gesagt, dass sie zurückfeuern durft. Kein Anstand, die Leute hier. Ja. Und die Munition wird auch wieder knapp. Naja, ah ja, klar. Ist irgendwie komisch aus mit der Maske. Es ist zu ruhig. Wo zum Teufel sind die hin? Sie formieren sich vielleicht neu, versuchen uns weiter vorne den Weg abzuschneiden. Wachsam bleiben. Bleib immer wachsam. Und wenn das Spiel speichert, ist das nie gut. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schlepptop. Den nehme ich mit. 3 von 30. Ah ja. Okay, das ist ein Fenster. Mhm, Fenster kenne ich. Cap. Oh. Macht doch nicht immer die schönen Fenster kaputt. Also wirklich. Oh. Hä? Oh, Granate weg hier. Ich schmeiß mit Granaten, die spinnen doch. Diese spinnenden Spinner hier. Wow, wow. Erstmal hinlegen. Wenn ich liege, kann mir nichts passieren. Oh. Wenig Munition, habe ich auch schon mitgekriegt. Wechseln wir mal die Knipptesser. Ah, oh, schon wieder eine Granate. Stirb! Oh oh. Hund? Wo? Oh, echt, ey. Die schmeißen mit Hunden und Granaten und wieso macht ihr das? Es ist voll tödlich. Aue. Mann, 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 Mann. Und ich kriege hier schon wieder in meinen Mic rein. Die galt nicht mehr, die Granate, komm. Ah, das gute alte G36. Wisst ihr noch damals, wo die Dinger funktioniert haben? Das ist heute nicht mehr der Fall. Genau, Natsuki, ja, es ist okay, ist okay, ist okay. Hallo? Okay. Der Helikopter ist zurück. Komm wieder. Er hat auch keine Hobbys, oder? Eigentlich wissen sie nicht, wo wir sind. Das sollte so bleiben. Alles klar, weiter vorwärts, Bewegung. Ah, keine Sorge, das vergeige ich bestimmt schon irgendwie wieder. Achtung, vorne an der Brücke sind Wachen. Komm zurück, Jo! Wie bitte? Was da rennt hier hin? Warum direkt im Scheinwerfer? Halt den Ausschau nach dem Helikopter. Ja, ich schaue nach Heli-Schraubler. Boah, der ballert ja auch nur auf mich, ja? Ah, hast du jetzt davon? Hi. Oh oh. Au, au, hey. Warte, von wo? Nikolai, ich glaube, dich hat er gerade getroffen. Spinnt doch wieder. Boah, hat der schon wieder einen Gunner da, ey.
Wieder Granatski. Komm, kann ich auch hier. So. Oh, shit, das war eine Blendgranate, ich Idiot. Aha, zu doof, um eine Wand zu bemalen, echt geil manchmal. Oh, hat schon wieder Klong gemacht. Wenn es Klong macht, macht es meistens dann noch Bumm. Munition wäre geil. Aber ihr müsst ja natürlich auch immer gleich losballern, oder? Ist denn Gewalt wirklich die Lösung hier für alles? Ja, glaube schon. Oh. Oh, warte mal. Oh, 4 war doch die Granatski. Ja. War? Ja, nee. Okay. Und 5? Und 6? 3? Die ist jetzt meine normale Granate. Können wir das mal vielleicht gehen? Ja, klar. Okay. Wow, na, sag mal. War ja richtig dreist. Aha. Ah, hör doch mal auf hier. Okay, einmal gib wie Granate. Und ich gehe in Deckung. Das Ducken hier nicht möglich. Warum? Wenn ich ducke, dann ducke ich. Dann will ich auch ducken. Ich will so ducken, dass man DuckTales sagen kann. Oder DuckTales. Naja, das macht keinen Sinn. Okay, okay. Ja, 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 ja. Ja, hast du gedacht, hast du gedacht. Oh, der noch? Nein, der ist tot. Ja, Jungs, ballert ordentlich zurück. Ui. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch Deckung. Ja, ich decke schon. Ach ne, ich habe wieder Munition gekriegt. Ne, ne, dann bleibe ich beim G36. Ach, hör auf damit. Max, nur wenn der Gunner runterfällt. Ach, das wird heute nichts mehr. Ich habe ihn ins Bein getroffen. Und der steht immer noch. Jetzt nicht mehr. Sag mal. Oh, der Hund. Oh, ui. Das übernimmt bestimmt meine Haftpflicht. Aui. Ah. Der Heli-Schrupp-Schrupp da oben nervt schon noch. Spiel, gebe mir eine Panzerfaust. Eine panzerige Faust. Womit ich ohne Handschuh... Oh, Mann! Hör auf! Oh. Hör doch auf! Wo kommt das jetzt her? Yes. Oh... Price, da sind Stinger-Raketen im Schuppen. So, eine Stinger schnappen und den Hubschrauber abschießen. Los! Ach, bitte und dir wird gegeben, ja? Ah, schön. Was soll's er denn? Komm her, du Schlappsau. Oh, Scheiße, nein. Sie setzen Täuschkörper ein. Das wird schwer. Soap, noch eine Stinger und erneut feuern. Stellen wir ihn auf die Probe.
Verdammt gut geschossen, Soap. So geht das. Gute Arbeit, Soap. Alle Mann auf mein Kommando. Ja, die Seife hat's drauf. So, nehme ich das mit. Nee, ich nehme das G3 mit. Das war damals beim Bund schon immer meine Lieblingswaffe. Film mit Funny-Klappstütze. Achtung, Bravo 6. Diese AC-130 dringt gerade in euren Luftraum ein. Ende. Oh, oh. Bravo 6, Warhammer in Bereitschaft. Hab gehört, ihr könntet ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gib mir ein Ziel. Oh, den spielen wir doch gleich. Feindliche Panzer und Infanterie 100 Meter südwestlich unserer Position. Over. Verstanden, wir kommen. Wow, wow. Wow, das ist verdammt geil, Kumpel! Alter, Gas, übertreib nicht. Ja, okay, schon geil, wenn du nicht mal siehst, wo es herkommt. Verstanden, Warhammer. Wir gehen jetzt los. Kommt schon. Ups. Hat sich ein Schuss gelöst. Sorry. Zufällig den Kopf getroffen. AC-130. Der Tod kommt von oben. Wildfire, wir bewegen uns die Straße entlang auf eine Stadt Richtung Osten zu. Haben Sie Sichtkontakt? Hab Verbündete in Sicht. Trupp, kein Beschuss von Zielen mit Blinksignal. Das sind Verbündete. Okay. Thema Sicht. Ist klar, blinken ist unsers. Ah. Bitte bestätigen, dass ihr die Kirche in der Stadt seht. Kirche, check. Es kann losgehen. Verstanden, wir sind da. Schießen Sie los. Wir sind nicht autorisiert, die Kirche anzugreifen. Kein direktes Feuer auf die Kirche. Okay, nur indirekt. Eines der Fahrzeuge bewegt sich gerade. Da kommen welche aus der Kirche. Bewaffnete Feinde nähern sich von der Kirche. Erbitte Feuererlaubnis. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Bestätigt. Der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen. Ja, ja, ich baller schon nicht auf die Kirche. Ja, guter Schuss. Ich Bombs. Oh, verdammt. Geschützbereit. Typ flieht. Wow. Da kommen bewaffnete Einheiten aus der Kirche gerannt. Du hast ihn. Warum sollten wir den lassen? Scan-Reichweite setzen. Okay, da unten sind unsere. Abgefeuert. Kabum. Geschützbereit. Erfassung. Genau dort. Erfassung. Genau dort. Kabum. Verstanden, der Typ bewegt sich. Jetzt nicht mehr. Da kommen bewaffnete Einheiten aus der Kirche gerannt. Komm wieder. Kriegt er ihn? So. Nagel die Typen fest. Gut, er bewegt sich wieder. Wildfire, hier ist Bravo 6. Wir passieren eine große Kirche und bewegen uns in Richtung Schnellstraße. Weiter feuern. Bravo 6, Ende. Bestätigt. Greifen Sie jeden ohne Blinksignal an. Das sind alles Feinde. Okay, okay. Manchmal gar nicht so leicht, die zu unterscheiden. Unterscheiden. Verstanden, der Typ bewegt sich. Ja, wer denn? Ah, da. Noch mehr Feindverbände. Schnappt euch den Kerl. Wow. Geschützbereit. Nagelt die Typen beim Gebäude fest. Wir will einen abbauen. Scheiße. Muss richtig voller Benzin gewesen sein. Direkter Treffer.
Minuten. Okay, Blink ist unseres. Winkel rekalibrieren, Hüllscan anpassen. Freigabe alle anzugreifen. Ja, mach ich ja gerade. Räuchert sie aus. Ich räuchere. Guter Schuss, guter Schuss. Danke, danke, danke. Ja, ich bin kein guter Schütze, aber großes Kaliber macht das wett, ne? Feinde überqueren das Feld. Ja, mach ihn fertig. Wir haben ein fahrendes Fahrzeug. Negativ, negativ, nicht angreifen. Ich wiederhole, keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Okay. Wir übernehmen Ziviltransporter auf der Schnellstraße. Geben Sie uns Deckung. Ich decke. Fahrzeuge auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen. Ja, ist ja gut. Wie oft denn noch? Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Ja, verständlich. Wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass der Typ aus dem Auto. Die Leuchtsignale sehen. Wir sehen die Leuchtsignale. Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole. Klar. Nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Das sind Verbündete. Aufgepasst. Der Feind richtet entlang der kurvigen Straße Hinterhalte ein. Kurvige Straße? Navigation. Welche ist denn die kurvige Straße? Over. Feuerkontrolle. Sehen Sie den Wasserturm? Over. Können Sie bestätigen, dass ihr den Wasserturm seht? Ja, ich sehe einen Turm mit Wasser. Der Wasserturm da in der Nähe der Kreuzung? Ah, genau den meine ich. Und neben dem Wasserturm ist eine kurvige Straße. Seht ihr die? Kapiert. Folgt der Straße bis ins nächste Dorf. Dort solltet ihr einen weiteren Wasserturm sehen. Ein bisschen weiter die Straße runter. Wir haben ein bisschen mit der Einnahme des Dorfes. Wie weit die Straße rauf liegt es? Ungefähr, Sekunde. Etwa 2 Kilometer die kurvige Straße entlang. Weg von der Schnellstraße. Verstanden. Wir nähern uns dem Dorf. Bereit machen für den Angriff auf Bodenziele. Ui. Feinde gehen an der kurvigen Straße in Position. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert. Verstanden. Na los, Leute, rein da und jeden im Dorf ausschalten. Gepanzertes Fahrzeug, da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Räuchert sie aus. Ja, ich greife ja schon längst an. Wir werden angegriffen. Wir könnten Hilfe brauchen. Verfolgt diese Rauchspuren und schaltet die Quelle aus. Macht den Weg für unsere Jungs frei. Was? Auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes. U-förmiges Gebäude? Ja, das mit dem viereckigen Aufbau auf dem Dach. Das mit dem Flachdach. Komme rein. Wirklich mit Flachdach? Ja, das war ein Treffer. Schuss! Out. Ziel neu gesetzt. U-förmiges Gebäude. Ja. Gesichert. Ui. Geschützbereit. Scanreichweite setzen. Wildfire, wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen. Alles klar, da sind sie. Bestätigt. Weiter auf die Blinksignale achten. Das sind Verbündete. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Rückt ab und räuchert sie aus. Mann, diese Typen meint's echt ernst. Natürlich meinen die es ernst. Erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Im Kaffee trinken sind die eigentlich nieder. Ziel neu gesetzt. Blink, blink. Ja, klar zum Angriff. Ja, mach ihn fertig. Ich fertige schon und mache. Ja, direkte Treffer. Jupp. Typ flieht. In Ordnung, ihr habt den Kerl. Das war wohl weniger als ein halber Meter von ihm weg. Oh, verdammt! Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Das muss Oh, den haben wir auch. Euch die Typen. Qualmt schon wieder. Ein Typ bei dem Auto. Cool. Cool, okay, alles cool, klar. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Ja, du hast auch einen Humor hier. War wohl weniger als einen halben Meter von ihm weg. Oh. Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Vorsicht, beim 25 mm nahe der Landezone bleiben. Wildfire, wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung an. Gefahr!
Da ist ein Typ bei dem Auto. Scan-Reichweite. Genau dort. Erfassung. Geschützbereit. Guter Schuss. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Alles klar. Dann achten wir mal. Daneben, genau, so ist richtig. Oh nein! Das ist zu nah an der Verstärkung. Entschuldigung. An der Verstärkung. Auf die Blinksignale achten. Ja, ich achte auf Blinken. Wildfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Ein Ding, war mir ein Vergnügen. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. Ach, einfach mal zum Spaß noch mal eine rein. VIP ist gesichert und in Gewahrsam. Gut gemacht, Leute. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Manch einer würde sagen, das ist Munitionsverschwendung, aber ach komm. Der Tod kommt von oben. Paul Jackson. Die heftigen Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Warpig auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Mit Panzer unterwegs. Aber mit dem sind wir erst in der nächsten Folge unterwegs, denn die Folge ist lang genug und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao. Jackson, beweg deinen Hintern! Da kommen Feinde aus dem Norden!